Ja, guten Morgen alle zusammen. Willkommen zur extrem spannenden Krypto-Vorlesung. Ist mal zu laut eingestellt. Ja, willkommen zur neuen Vorlesung Einführung der Kryptographie, zweites Semester mittendrin. Und heute fangen wir einen neuen Themenblock an. Deswegen habe ich hier auch diese sehr bedeutungsschwangere Frage hingestellt: Wo sind wir in der Vorlesung? Also, was wir machen in diesem zweisemestrigen Zyklus, machen wir die moderne angewandte Kryptographie. Die zerfällt in drei Teile. Das sind symmetrische Algorithmen. Jetzt Fokus ist vielleicht, oder Betonung ist auch auf Algorithmus, das heißt wirklich diesen Rechenvorschriften. Ne? Das war insbesondere AES, das war Triple Des, das waren die historischen Chiffren, das waren auch die Modes of Operation. Das haben wir im ersten Drittel gemacht, das haben wir bis Januar, glaube ich, gemacht. Dann asymmetrische Algorithmen, das haben Sie bis gestern Abend, als Sie den Übungszettel gemacht haben, gemacht. Da war der Höhepunkt, war elliptische Kurven. Da haben wir die ganze Mühle durchgemacht, die es so gibt. Das sind die RSA-Familie. Das ist der normale diskrete Logarithmus und das ist diskreter Logarithmus basierend auf elliptischen Kurven. Damit sind wir auch fertig. Das heißt, hier so in unserer Zeitreise, in den zwei Semestern sind wir ziemlich genau, nee, nicht ziemlich genau, sind wir exakt hier. Wir haben die asymmetrischen Algorithmen abgeschlossen. Jetzt die Frage, was gibt es sonst noch? Ne? Und damit fangen wir heute an. Können wir ruhig sein? Ja. Damit fangen wir heute an. Da gibt es so verschiedene Namen für. Das wird, sagen wir mal, in der Klassifizierung der modernen Kryptographie wird das Protokolle genannt. Protokolls hätte ich Deutsch schreiben sollen, Protokolle. Da gehören aber auch so Sachen zu, so wie Schemata. Schemata sind alles, was nicht diese Kernalgorithmen sind, sondern was macht man mit den Algorithmen. Ja? Zum Beispiel im Webbrowser, wenn das kleine Vorhängeschloss angeht mit dem SSL oder TLS-Verbindung, da sind unheimlich viele andere Sachen aktiv außerhalb dieses Kern AES, der nachher Ihre Kreditkarte oder Ihre IBAN-Nummer verschlüsselt. Da ist unheimlich viel mehr. Da ist Schlüsselaustausch, da sind Formatierungssachen, ZIP und ZAP. Und damit fangen wir heute an. Das machen wir sicher nicht ausführlich. Da gibt es ganze Vorlesungen, auch im dritten, vierten Semester, die Bachelor von Ihnen und auch die Master, die kriegen Netze und Systeme, Systemsicherheit. Da werden wir über ganz viele von diesen Aspekten hier wird geredet, aber wir fangen damit an. Okay? Wir fangen sicher mit einer Sache an, die extrem interessant ist, auch in der Praxis, nämlich digitale Signatur. Okay? Was das auch bedeutet, diejenigen von Ihnen, die die Mathematik immer gehasst haben, damit ist jetzt Schluss. Wir werden jetzt keine neue Mathematik mehr einführen, werden, glaube ich, bis auf eine Ausnahme, wenn wir Hashfunktionen machen, werden wir eigentlich die symmetrischen Algorithmen, AES zum Beispiel, die asymmetrischen Algorithmen, sowas wie RSA, elliptische Kurven, als Bausteine nehmen und gucken, was können wir damit basteln, was können wir damit Schönes machen, Sicherheitsanwendung. Ist von daher eine sehr nette Sache. Ne? Wir haben jetzt anderthalb Semester gelitten und uns diese mathematisch komplizierten Verfahren reingezogen. Und jetzt gucken wir uns an, was wir damit machen können. Also meistens sind die Sachen theoretisch jetzt nicht mehr so anspruchsvoll. Gut. Erstes Unterkapitel für heute, Einführung digitale Signaturen. So, was ist das Ziel, ne? Elektronisches Dokument als, mache ich jetzt mal ein Gänsefüßchen, authentisch ausweisen. Das weinen wir mit, da gucken wir uns jetzt erstmal an, wie das so in der normalen physikalischen Welt funktioniert, nicht elektronisch. Ne? Und da kennen wir halt diese ganze Idee mit einer Unterschrift. Gut. Gucken wir uns irgendwie ein Papier an, ne? Zum Beispiel Ihre Bachelorurkunde, ne? Die Sie ja in vier Semestern hier kriegen werden. Ne? Da steht hier
Bachelor of Science mit dem fetten RUP-Logo. Und dann steht hier irgendwie ihre 98% Durchschnittsnote. Ne? Und jetzt wüsste ja ihr Arbeitgeber, ne, wenn sie sich bewerben oder die Uni, wenn sie sich danach am MIT für ein Masterstudium bewerben, wüssten die jetzt gerne, kommt diese Bachelor-Urkunde von der Ruhr-Universität oder aus ihrem Photoshop-Programm. Ne? Das ist klar. Und da, um das jetzt zu authentisieren, wo wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, vor, weiß ich nicht, wann es angefangen hat, 2000 Jahren, dass das unterschrieben wird. Ne? CEPA. Werde ich nicht machen, das wird unser Dekan machen typischerweise. Ne? Und wir gehen davon aus, wenn die Sache unterschrieben ist von der richtigen Person, dann ist das authentisch. Ne? Also diese Unterschrift authentisiert das Rest des Dokuments. Das ist erstmal ja alles klar. Wer von Ihnen hat schon mal im Leben einen Überweisungsträger für die Bank ausgefüllt und dann unterschrieben? Ja, doch noch viele, genau. So bis vor 15 Jahren war das ja die einzige Sache. Ne? Da hat man so als guter Deutscher, wenn man, hat man das 10-mal pro Monat gemacht. Ne? Dann musste die Sachen dann zur Bank bringen, die kleinen Überweisungsträger. War aber genau die gleiche Sache. Ne? Durch die Unterschrift vielleicht mit auch sehr tiefgreifenden Konsequenzen habe ich eine Geldüberweisung veranlasst, indem ich unterschrieben habe. Ne? Und das funktioniert ganz gut. Da muss man sagen, das funktioniert unter anderem gut, weil wir dazu erzogen sind, Unterschriften fälscht man nicht. Ne? De facto sind die ja gar nicht so schwer zu fälschen. Ne? Das ist ungefähr meine Originalunterschrift. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Smartphone hat. Ne? Wenn Sie das jetzt abfotografieren und eine Stunde üben, könnten Sie hier meinen komischen Schriftzug ganz gut nachahmen. Ne? Das heißt, so super sicher ist das nicht, aber es gibt natürlich immer so einen gesellschaftlichen Kontext. Und wenn alle sagen, oh, das ist ganz böse, ne? Und da gibt es auch Strafen drauf, machen das die wenigsten Leute. So. Das funktioniert ja leidlich gut. Es werden ja relativ wenig Bachelor-Urkunden gefälscht oder Überweisungsträger. Es ist die Frage, ja, wenn das gut funktioniert, machen wir genau das Gleiche im Digitalen. Na, jetzt die Frage hier ist, Übertragung. Ins Digitale, also das hier ist Papier, ne? Da gibt es hier alte Urkunden aus dem Mittelalter oder noch früher, ne, wo irgendein Kaiser unterschrieben hat. Also das Prinzip ist ja alt. Ja gut, wenn das so funktioniert, machen wir das, wenn der Herr Paar das sagt, dass das seit Jahrtausenden funktioniert, machen wir das mal mit einem digitalen Dokument. Ne? Und inzwischen ja auch in der Ruhr-Uni, ne, die Bachelor-Urkunden, die liegen ja irgendwie elektronisch vor auch. Ne? Die werden ja nicht mehr von Hand irgendwie Butten geschöpft. Das heißt, das sind ja auch irgendwelche Word- oder PDF-File, ne? Die natürlich dann in Wirklichkeit aus Nullen und Einsen bestehen. Ne? Das heißt, Ihre Bachelor-Urkunde ist auch erstmal eine große Ansammlung an Bits. Ne? Ja, und jetzt machen wir so eine Übertragung von vorne, scheint ja zu klappen. Das ist so ein Schriftzug vom Herrn Paar, der ist eindeutig, darum geht es ja hauptsächlich. Ne? Der sieht jetzt erstmal nur so aus, wenn wir jetzt hier die 120 Leute im Saal durchgehen und sagen, unterschreiben Sie mal, werden Sie alle eine Unterschrift haben, die unterschiedlich von meiner ist. So, was wir dann jetzt machen, ich kann ja hier nicht hier von Hand unterschreiben, das ist ja ein digitales Dokument, machen wir es gleich, anstatt dass ich mir so einen komischen Schriftzug aussuche, ne? So ein grafisches Ding, suche ich mir eine zufällige 01-Folge aus, 2000 Bit. Die denke ich mir hier gerade aus, ja? Okay, so das wäre dann die Unterschrift. Das ist die Unterschrift von Professor Paar, ja? Und jedes Mal, wenn ich jetzt eine E-Mail zum Beispiel versende, damit Sie sicherstellen, die kommt wirklich vom Herrn Paar, mache ich genau diese 2001-Folge darunter. Ja? Genau wie da. Und jetzt sagen Sie mir doch mal, warum das eine extrem doofe Idee ist, warum das überhaupt nicht funktioniert und überhaupt keine Sicherheit bietet. Wieso kann ich das nicht so als Authentisierungsmechanismus nehmen? Funktioniert ja da. Ja.
Genau, kann man einfach kopieren. Ne? Deswegen hat, Sie wissen, früher hat es Kassetten gegeben, ne? In Ihrer Jugend, ne? Benjamin Blümchen. Ne? Die waren ja analog und die konnten nicht gescheit kopiert werden ohne Qualitätsverlust. Aber durch dieses 1.0 kann das hier extrem gut ohne Qualitätsverlust 1 zu 1 kopiert werden. Und die Idee ist deswegen totaler Mist. Ne? Sobald Sie eine E-Mail von mir haben und ich sage, das ist die Unterschrift, die bestätigt, dass diese E-Mail von Professor Park kommt, wunderbar, danach haben Sie meine Unterschrift, danach können Sie auch beliebig viele E-Mails versenden in meinem Namen, ne? Weil Sie meine Unterschrift haben. Also das ist extremer Blödsinn, was hier steht an der Tafel. Ja? Aber so. Irgendwie gibt es ja Überlappungen. Das ist die Frage, wie können wir das reparieren, die Situation. Ne? Und was wir machen müssen, ne, was wir in der Kryptographie jetzt ja seit anderthalb Semestern machen, wir wollen auf so einer abstrakten Ebene haben wir so ähnliche Probleme. Zum Beispiel, wir wollen Sachen verschlüsseln, die nur gewisse Leute dechiffrieren können. Ne? Und wie sorgen wir dafür, dass nur gewisse Leute das dechiffrieren können? Was ist da das Schlüsselwort? Ja. Ein Schlüssel, Schlüsselwort ist Schlüssel, genau. Dadurch, dass das Schlüssel, können wir so die Menschheit einteilen. Wer einen Schlüssel hat, kann die Chiffrate dechiffrieren. Wer den Schlüssel nicht hat, ne, die anderen 6 Milliarden Menschen können das nicht machen. Und das probieren wir auch. Wir probieren jetzt irgendwie einen Schlüssel einzuführen, dass wir irgendwie so einen Mechanismus kriegen, wer den Schlüssel hat, zum Beispiel ich, dann kann ich eine gültige Unterschrift machen. Okay? Und das Grundprinzip läuft wie folgt: Man nimmt die Nachricht, die nennen wir nach wie vor X, ne, was so in der Verschlüsselung immer unser Klartext war. Unsere Nachricht. So. Die jagen wir durch eine Funktion, die nennen wir mal SIG für Signatur, SIG von X. Und was da rauskommt, wird die Signatur Epsilon, genau nennen wir die. Genau. So. Und was machen wir? Wir haben gerade darüber gesprochen. Dafür hat der Kommilitone sehr richtig gesagt. Dafür führen wir hier ganz wichtig einen Schlüssel ein. Über den reden wir jetzt gleich noch weiter. Okay. So, und jetzt ist die Grundidee, wenn ich den Schlüssel habe, meinen Schlüssel, kann ich so eine Signatur erstellen. Wenn wir uns das mal angucken, haben wir hier die möglichen Nachrichten. Das irgendwo ist hier unsere Nachricht X, das nennen wir mal den Nachrichtenraum. Können wir ruhig sein? Können wir ruhig sein hier? Und diese Berechnung, was die macht, kann man sich so vorstellen, zu einem x wird eine Signatur y berechnet. Ja? Und diese Übertragung hier, das ist eben mit der Funktion, mit der Signaturfunktion x mit Unterschlüssel k. So, was wir dann übertragen müssen, das ist sozusagen hier, das ist Alice, ja, wenn Sie wollen. Machen wir heute mal unten hin, Alice und Bob. Wenn wir übertragen wollen, was Sie jetzt übertragen, ist natürlich nicht nur das Dokument, sondern das Dokument mit der Unterschrift. Das heißt, wir müssen hier x, y übertragen. So, und jetzt kommt eine Sache. In der normalen Welt, ne, also auf Papier, da ist ja auch eine Frage, was machen wir mit der Unterschrift? Ne? Und das ist ja ganz witzig, in den allermeisten Fällen wird die ja gar nicht verifiziert. Ne, wenn Sie einen Überweisungsträger in den alten, nee, oder noch, ja, wenn Sie mit einer Bachelorurkunde sich bewerben bei Google, bei der Personalabteilung, die weiß ja gar nicht, wie meine Originalunterschrift aussieht. Ne? Das heißt, da ist viel Glaube und Vertrauen. Ne? Wenn sich da Leute von der Ruhr-Uni Absolventen bewerben, die trauen sich nicht, die Unterschriften zu fälschen. Ne? Im Digitalen macht das aber keinen Sinn, dass wir nur dieser Y Bitfolge hier glauben. Das heißt, was wir hier brauchen, wir brauchen natürlich auch wieder mathematische Verfahren, einen Algorithmus, eine Formel, wie immer Sie das nennen wollen,
die mir sagt, dass das y okay ist. Ja? Das heißt, was ich hier brauche, das haben wir eben in der analogen Welt nicht. Wir brauchen das Gegenstück zu der Signatur, ist eine Verifikation. Das heißt, die guckt, ist die Unterschrift original. Ne? Eine Verifikation, wo wahrscheinlich x und y eingehen müssen, ne? Und gucken, passen die zusammen. Und da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder einen Schlüssel für. Was sind denn so mögliche Ergebnisse, Aussagen, die aus so einer Verifikation rauskommen können? Was glauben Sie? Ja, hinten. Wahr oder falsch? Genau, das ist eine binäre Aussage, ist ganz wichtig. Nachher arbeiten wir hier mit 2048-Bit-Zahlen, irgendwelchen gigantischen Sachen, RSA, ne? Aber nachher die Ausgabe ist nur Go, No, Go. Ne? Ist entweder eine gültige Signatur oder nicht. Das heißt hier, wenn Sie hier Platz haben nach rechts, schreiben Sie nach rechts weiter, ist gleich zwei Aussagen. Ne? Eins, wenn Signatur groß geschrieben, Signatur gültig oder 0, wenn ungültig. So, und jetzt spinnen wir die Sache mal weiter. Das ist noch nicht alles. Und auch wenn jetzt Leute Ahnung von Krypto haben, die sagen, hier fehlt irgendwas oder der Herr Paar erzählt was Falsches. Und da kommen wir zu. Und das hat mit der Rolle von den Schlüsseln zu tun. Und zwar machen wir, ich glaube, wir gehen jetzt so langsam in das zweite Thema über. Es ist ein nahtloser Übergang diesmal. So. Ja. Ja. Ja, genau. Gute Frage. Chiffrat gibt es nicht. Warum? X geht ja sowieso im Klartext hier rüber. Das heißt, das ist eine gute Frage, perfekte Frage, was wir bisher immer gesagt haben, was wollten wir denn bisher machen? Fast immer, bis auf Schlüsselaustausch, haben wir gesagt, wir wollen verschlüsseln und da spielt natürlich Chiffrat eine riesige Rolle. Es geht hier nicht ums Verschlüsseln. Es geht ja hier darum, Ihr Bachelorzeugnis zu übertragen. Das wollen wir gar nicht verschlüsseln, das soll Ihr Arbeitgeber ja sehen. Ne? Es geht jetzt hier darum, was zu authentisieren und genau darüber reden wir, weil perfekte Frage. So, und wir gucken uns jetzt mal an, bleiben bei diesem Modell und mache ich vielleicht hier sogar. Kapitel 2 fangen wir an. Sicherheitsdienste. Okay. So, und wir wechseln jetzt mal die Anwendung, ne, den Praxisfall. Wir unterschreiben jetzt nicht Bachelor-Urkunden, sondern wir machen E-Commerce. Bestellung, früher hieß das E-Commerce in den 90ern. Bestellung auf dem Internet. Ne? Und jetzt ist die Idee, hier haben wir Alice, Bob. Und Bob ist ein Autohaus, ja? Sagen Sie mal eine Automarke. VW. Okay. Das war jetzt nicht abgesprochen, willkürlich gewählt, ja? Europas größter Autohersteller. So, was wir jetzt mal machen, wir bestellen jetzt mal, was richtig viel Geld kostet, wie ein Auto. Ne? Auto ist das teuerste Konsumergut, was man sich normalerweise kauft, ne? Deswegen sieht man auch ständig Autowerbung auf YouTube und so, ne? Oder wenn man abends Netflix guckt, weil die ist halt schwer, Gebrauchsgüter für 30.000 Euro zu verkaufen. Ne? So was Alice macht, Alice geht hin und die haben heute, früher war BMW waren die ersten, aber gibt es ja viele, da kann man sich das Auto zusammenstellen, ne? Auf dem Internet, zusammenklicken, genau welche Innenausstattung,
welches Radio man drin hat, welche Reifen, welchen Motor und Zip und Zap, ne? Und Innen- und Außenfarbe. So, was Alice hier bestellt ist, das hier ist eine Bestellung oder Autobestellung. Können wir ruhig sein? Das ist ein bisschen lächerlich, so ein bisschen goofy hier, das Beispiel. Aber wir lernen sehr, sehr viel an dieser Sache, was eine digitale Signatur ist und warum man die braucht und warum das so erstmal nicht klappt. Das ist jetzt, geht so ein bisschen so an die Grundfeste der modernen Sicherheit, was wir jetzt machen. Das ist die Autobestellung, ja? Genau konfigurierte Auto. Und Bob, also der VW-Händler, will natürlich sicher sein, das kommt wirklich von Alice. Das heißt, die bestellt wirklich ein Auto. Und jetzt nehmen wir mal an, Alice hätte einen extrem schlechten Geschmack. Ja? Zum Beispiel oranges Auto mit rosa Sitzen. Ne? Und, ja, genau, ich sehe, ne, das, die Reaktion wollte ich sehen. Ne? Die Hälfte übergibt sich hier im Raum. Unmöglich, ne? Das Auto wird genau nur einmal hergestellt. Genau, ne? Bob wundert sich darüber wirklich, ne? Aber 30.000 Euro sind 30.000 Euro. Gibt das natürlich weiter an VW. VW wird das Ding bauen. Ne? So, und die Sachen sind natürlich unterschrieben. Ne? Das heißt, hier ist jetzt, X ist diese Autobestellung, die hat sich da mit dem Car Configurator zusammengeklickt. Und die digitale Unterschrift wird eben über eine Signaturfunktion von Alice ausgeführt. Wenn Bob das kriegt, wird der eben gerade mit dieser komischen Farbkombination, orange-rosa, wird Bob wahrscheinlich checken, ob die wirklich richtig ist. Das heißt, er wird hier seinen Verifikationsalgorithmus laufen lassen. Und da kommt jetzt mal raus, 1 ist valide, ja, ist eine gültige Sache. Gibt das Ding einen Auftrag. 6 Wochen warten. Auto wird geliefert, ne? E-Golf oder was, weiß ich nicht. Genau so. Alice freut sich, Alice Freund sieht das und sagt, wie kannst du nur? Und dafür hast du 30.000 Euro ausgegeben. Das ist grässlich, das Ding. Ab sofort zurückgeben oder ich lasse mich scheiden. Ne? So, was Alice jetzt machen kann, ist das eine, die geht zu Bob und sagt, das Ding ist so hässlich, will ich doch nicht haben. Sagt Bob, habe ich mir auch schon gedacht, aber Vertrag ist Vertrag. Das Ding kriege ich nicht mehr weg, das behältst du mal schön. Und dann ist natürlich deutsches Vertragsrecht, ist die Sache gegessen, muss die behalten. Ne? So, jetzt stellt Alice einen guten Anwalt ein, ne? Hat eine Rechtsschutzversicherung und der will, sagt, lass mal drauf ankommen, ne? Und geht zu Bob und sagt, mein Mandant nimmt das nicht und zahlt das Ding auch nicht. Ne? Und er sagt, Bob, wir haben das ja gar nicht bestellt, ne? Gibt es Gerichtsprozess, ne? Und dann, Gerichtsprozess ist wichtig hier, auch im Krypto-Kontext. Man spricht ja von der neutralen dritten Partei, also ein neutraler Dritter, der jetzt irgendwas entscheiden soll. Das ist jetzt sowas wie ein Richter im realen Leben. So, ja, und jetzt sagt der Richter natürlich, Herr Bob, Sie wollen von der Frau Alice 30.000 Euro haben, dann beweisen Sie doch mal, dass die Bestellung wirklich gemacht wurde, ne? Bob sagt, super, zeigt jetzt dem Richter auch X und Y, ne, zeigt dem Richter den Schlüssel und sagt, hier, ne, hier ist diese, das ist ja diese grässliche Bestellung mit der grässlichen Farbkombination. Ne. Das ist das Y und sagt, hier ist den Schlüssel, den ich mit Alice habe. Ne. Das ist ja KAB. Lässt da im Gerichtssaal auf dem Laptop mit Beamer die Verifikationsalgorithmus vorlaufen und da kommt raus, gültige Bestellung ist das. Ne? Und deswegen, das muss ja von Alice kommen. So, und jetzt ist die 64.000 Dollar Frage, was sagt Alice Antwort, damit er aus der Chose rauskommt? Was kann er sagen, dass die Bestellung doch nicht von Alice kommt? Ja. Haben Sie es mitgekriegt? Er sagt absolut die richtige Antwort. Es haben ja beide KAB. Das heißt, klar, Alice kann die erstellen, aber wer kann noch so eine Bestellung erstellen? Bob, ne? Warum? Alle wach, alle gucken, ja, bis auf den einen kommen. Ja, sehr gut.
Das ist das symmetrische oder asymmetrische Kryptographie? Was würden Sie schätzen? Ja, symmetrisch, gleiche Schlüssel. Symmetrisch, jetzt kommt die schwere Aussage nach anderthalb Semestern, da können aber beide Kinder auch das Gleiche. Deswegen heißt es ja symmetrisch. Die unterscheiden sich nicht bezüglich Schlüsseln. Das heißt, die haben die gleichen Fähigkeiten, was die machen können. Das heißt, wenn Alice so eine komische Signatur erstellen kann, kann Bob das auch machen. Ne? Und genau das wird mein Anwalt ausnutzen. Der sagt, nö, mein Mandant hat das nicht gemacht, weiß nicht, wer es gemacht hätte, könnte ja VW gewesen sein. Und übrigens, die haben ja einen hohen Anreiz, sowas zu machen, weil die 30.000 Euro verdienen damit. Wird der Richter sagen, ja, dem Argument kann ich mich nicht entziehen. Ne? Wissen wir nicht, wer es gemacht hat, Sie haben einen Anreiz, Auto nehmen Sie mal schön zurück. Alle dabei, das Problem. Das heißt, mit dem Setup, das wir hier haben, können wir nicht zwischen Alice und Bob unterscheiden. Das heißt, wen haben wir denn normal? Normal haben wir noch einen dritten Mitspieler. Ne? Wir haben einen dritten Mitspieler, Oscar. Kann der eine gültige Signatur erstellen? Unter KAB. Ja. Hat den Schlüssel nicht, genau. Oscar und die anderen 6 Milliarden Irdenbürger können das auch nicht machen, aber Alice und Bob können das beide machen. Ne? Das heißt, diese symmetrische Kryptographie, die klappt gut, die bietet Schutz in Kontexten, in Anwendungen, wenn der Angriff von außen kommt. Ne? Aber wer wäre denn in dem Szenario hier der Angreifer? Oder Alice, genau, Alice oder Bob, ne? Genau. Das ist ja was ganz Neues. Wir hatten ja bisher immer so die böse NSA horcht die Internetraute ab. Ne? Das ist wirklich Oscar in der Mitte. Jetzt haben wir eine ganz komische Situation. Alle noch dabei, bis auf die zwei Kommilitoninnen. Wir haben ein ganz neues Szenario. Das habe ich so en passant, ohne das explizit zu sagen, eingeführt. Auf einmal verhält sich Alice unehrlich hier. Ja? Auf einmal verhält sich Alice unehrlich. Wir müssen jetzt einen Schutz gegen Alice. Wir müssen jetzt, ja, Bob wird hier angegriffen sozusagen, weil Alice sich unehrlich verhält. Das heißt, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dieser Chose raus? Ja. So, die kurze Antwort ist mit asymmetrischer Kryptographie. Deswegen reite ich rum, das ist jetzt so extrem wichtig. Danach können Sie langsam wieder einschlafen oder Snapchat oder ich weiß nicht, was man so in den Vorlesungen macht. Ja. So, um aus der Chose rauszukommen, müssen wir asymmetrische Kryptographie machen. Wir hatten bisher mal, hatte ich Ihnen asymmetrische Kryptographie verkauft. Das ist dieses tolle Werkzeug, um über unsichere Kanäle Schlüssel auszutauschen. Und das ist auch eine extrem wichtige Anwendung. Es gibt noch eine zweite extrem wichtige Anwendung dafür. Die kommt jetzt. Das heißt, indem man Alice und Bob irgendwie unterscheidet. Ja? Das heißt, in dem Szenario klappt das nicht, sondern wir weisen denen mal asymmetrische Schlüssel zu und da gibt es ja zwei Geschmacksrichtungen. Ne? Da gibt es private Schlüssel, ne? Die nur ein Kind kennt und dann gibt es öffentliche Schlüssel. Ne? Car private, car public. Ne? So, und jetzt alle gut aufpassen. Und das ist viel, viel einfacher als Gruppenoperation elliptischer Kurven. Wer von den Teilnehmern, also die Person, die Signatur erstellt oder die verifiziert, soll den privaten Schlüssel bekommen? Was glauben Sie? Wer soll den privaten Schlüssel bekommen, ja? Genau. Jetzt geben wir mal Alice den Car Private. Ja, und was machen wir dann mit dem anderen Kind? Wer kriegt den öffentlichen Schlüssel? Den kriegt natürlich die andere Person, ne? Die verifiziert. Das heißt, der Verifikationsschlüssel wird der Car Public. Und die beiden Schlüssel, ja, das ist so. So, und jetzt sage ich mal, und danach können Sie, wie gesagt, können Sie wieder YouTube machen hier. Welchen riesigen Vorteil hat das jetzt? Wer kennt den Car Private? Wenn alles stimmt. Nur Alice, genau. Das heißt, nur Alice kann diese Signatur erstellen, aber das ist doch genau auch, was wir seit dem Mittelalter hier mitmachen. Da war immer die Annahme, nur der König, nur der Dekan der Fakultät kann ihre Bachelorzeugnisse unterschreiben, kann ihre Bachelorzeugnisse gültig erstellen. Das heißt, sie können sich nicht mit Photoshop oder mit Microsoft Word selber eine Bachelorurkunde mit 99% Durchschnittnote erzeugen. Das wollen wir hier auch machen. Nur Alice kann diese Autobestellung in ihrem Namen machen, wo Alice drunter steht, ne? Alice Schmitz. Und umgekehrt, wer soll verifizieren können? Ist das eher gut, wenn wir das beschränken oder wenn wir das für alle Leute offen machen? Ja.
Ist besser, ne? Ist besser. Gerade im Internetkontext, einer soll nur signieren und egal wer das kriegt, soll verifizieren können. Deswegen steht ja mein PGP-Schlüssel auf meiner Webseite, genau für solche Anwendungen. Die können sich runterladen. Das ist praktisch mein Verifikationsschlüssel, steht auf meiner Webseite hier an meinem Lehrstuhl. Ne? Das heißt, alle können verifizieren. So, jetzt gehen wir nochmal in dieses komischen konstruierten Anwendungsfall der Autobestellung mit den hässlichen Farben zurück. Was passiert hier wieder? Alice unterschreibt diesmal privat. Bob zieht sich Kapublic von Alice Webseite. Ist auch viel besser, weil das Schlüsselverteilungsproblem viel einfacher ist. Hier mit KAB haben wir ja gar nicht drüber geredet. Wie kriegen wir KAB über den Kanal? Kapublic ist ja nicht kritisch. Der steht auf Alices Webseite. Bob verifiziert, denkt, oh, das ist aber ein hässliches Auto, aber die Signatur ist korrekt. Bauen wir mal das Auto. Auto wird gebaut, wird drüber geschickt. Alice Freund sagt wieder, wie kannst du nur, ne, geh mal zurück. Alice geht zum Rechtsanwalt und sagt, verklagen Sie mal VW. Ne? Vielmehr VW verklagt und Alice bestellt den Rechtsanwalt ein. So, gleiche Situation. Der Rechtsanwalt sagt wieder, ja, hier lieber VW, dann weisen Sie mir nach, dass die Alice ist ja ein netter Mensch. Ne? Wieso soll die denn das Auto bestellt haben mit den komischen Farben? Das macht doch kein Normaler. Ne? Gleiche Situation. Ne? Gerichtssaal, Laptop, Beamer, ne? Bobs Anwalt lässt diese Verifikationsfunktion durchlaufen, da kommt wieder eins raus. Ne? Und wenn jetzt Alices Anwalt kommt und sagt, habe ich doch gar nicht gemacht, hat ja VW gemacht. Was sagt dann der Anwalt von VW? Geht nicht, ne? Kapublic kenne ich gar nicht, ja. Klar, das ist die Sache, das ist ein Grund, ich weiß nicht, wer von Ihnen... Was haben wir denn hier? Signatur, ja. Können Sie ja mit dem, ne, ist der Führerschein, können Sie mit dem Perso, in dem Perso können Sie ja signieren. Da sind die Schlüssel drauf, die kriegen Sie selber überhaupt nicht rausgezogen, die Signaturschlüssel. Ne? Das läuft dann irgendwie über eine Signaturkarte oder so läuft das. Ne? Und dann geht aber dieser ganze Real-World-Kram natürlich los, dann sagt Alice, oh, ne, die habe ich hier vor 3 Monaten verloren, ne? Meinen Personalausweis, den hat wer anders bestellt. Das ist nochmal eine andere Chose. Aber rein kryptografisch gewinnt Bob hier, weil er sagt, privaten Schlüssel kenne ich nicht. Und da sagt der Anwalt, ja, wer hat denn einen privaten Schlüssel? Ja, der private Schlüssel ist eben privat für Alice, den kennt nur Alice. Das heißt, wenn die Verifikation stimmt, muss das von Alice kommen. Liebe Alice, zahl mal 30.000 Euro, ne? Sonst machen wir Pfändungs... Weiß ich nicht, wie man sonst an Geld kommt, ne? Aber das geht irgendwie. Alles klar? So, jetzt zurück, können Sie WhatsApp, YouTube gucken, schlafen. Ja? Das war die Kernaussage der heutigen Vorlesung. Was natürlich nicht, da kommt jetzt ganz viel dazu. Ne? Das heißt, diese Diskussion, die wir hier hatten, die müssen wir jetzt irgendwie formalisieren. Und was wir bisher nicht gemacht haben, und das habe ich bewusst so gemacht, wenn man, sagen wir mal, inhaltlich die Vorlesung anders aufbauen würde, würde ich im ersten Semester, ne, erstes Semester, erste Vorlesung, 15. Oktober 2016 war das, glaube ich, würde ich anfangen und darüber erzählen, was sind überhaupt die Ziele der Kryptographie? Was kann man überhaupt machen? Finde ich nicht so intuitiv, gerade für erste, können wir ruhig sein trotzdem, also YouTube gucken, nicht YouTube diskutieren, ja. Habe ich bewusst nicht gemacht, was wir immer gemacht haben. Wir haben diese Sicherheitsziele, was wir erreichen wollen, war implizit. Ne? Implizit war ja meistens so, unsicherer Kanal, Alice, Bob. Ne? Und Alice sendet hier X rein. Und hier ganz wichtig, ne, haben wir den bösen, bösen Oscar. Der schneidet mit. Sie erinnern sich an das Bild. Ne? 15. Oktober habe ich das Ihnen gemacht. Und da habe ich gesagt, wir wollen verhindern, dass Oscar mitliest. Ne? Das war also der Sicherheitsdienst war verhindern des Mitlesens und dann haben wir noch Schlüsselaustausch gemacht. Das war es aber eigentlich. Aber eigentlich haben wir immer an dieses Modell gedacht. Deswegen hatten Sie eben sehr richtig gefragt, wie ist das denn mit dem Chiffrat? Weil bisher wollten wir immer verschlüsseln und jetzt machen wir was ganz anderes. Und diese Diskussion, ne, wenn man das logisch aufbaut, eine Vorlesung logisch aufbaut, macht man es am 15. Oktober, ne, wenn Sie hier reinkommen. Ne, aber dann sind die Hälfte der Leute eingeschlafen. Ja, sie wollen ja irgendwie verschlüsseln und Geheimschriften. Und deswegen machen wir das jetzt Mitte des zweiten Semesters. Wir gucken uns jetzt mal an, was man überhaupt mit Kryptographie erreichen kann. Genau, das ist ja die Diskussion. Ne, wir senden im Klartext hier, ne, die Nachricht ist überhaupt nicht verschlüsselt. Dann war diese komische Sache mit dem Richter und so. Ne? Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was man überhaupt mit Kryptographie machen kann
Und das sind die sogenannten Sicherheitsdienste oder Sicherheitsziele, ne? Security Services heißt das im Englischen. Muss ich mal gerade gucken, wo ich die habe. So, den ersten Sicherheitsziel. Das ist dieses Modell hier, das ist das Implizite, und was die meisten Leute auch denken, das ist Kryptographie, das ist die Geheimhaltung. Ja? Das ist jetzt auf dem Buch, Seite 301. Gute Überschrift, ne? Autos in ungewöhnlichen Farben oder warum symmetrische Kryptographie alleine nicht ausreicht. Das ist, was wir eben gemacht haben. Oranges, pinkes Auto, ja. Bla 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 bla. So, und jetzt mache ich das mal größer. So, und das ist die Sache hier, ne? Geheimhaltung oder Vertraulichkeit, ne? Nur autorisierte Benutzer bekommen Zugang zu der Information. Das ist das Bild. Das ist, wir wollen Oscar daran hindern, meine E-Mail zu lesen, ne? Und das ist so das älteste, bekannteste und intuitivste Anwendung, Sicherheitsdienst, Ziel der Kryptographie. Okay? Aber was gerade die Diskussion über die letzten 40 Minuten gab, dann ging ja um ganz andere Sachen. Ne? Und die wollen wir uns jetzt eben auch angucken. Und wenn wir uns digitale Signaturen angucken, ist hier Geheimhaltung gegeben? Ist hier die Nachricht geheim? Nö. Wollen wir hier aber auch nicht erreichen. Ne? Und ich, wie gesagt, ich sehe noch so ein bisschen staunende Gesichter hier im Raum. Ne? Aber das geht jetzt nicht um Geheimhaltung. Die Autobestellung ist ja so ein Beispiel. Es ist ja in vielen Anwendungen relativ egal, wenn wir E-Commerce machen, dass die Bestellung selber geheim ist. Ja? Genau, genau. Das haben wir mal ein bisschen vorauszupreschen. In ganz vielen Anwendungen, gerade Internet, wollen Sie beides haben. Da wollen Sie natürlich auch verschlüsseln und dann macht man das so. Sie machen digitale Signatur mit RSA oder elliptischen Kurven, machen aber trotzdem hier drüber zum Beispiel eine AES-Verschlüsselung. Das, ganz oft will man beides haben, aber für uns ist es jetzt trotzdem wichtig, erstmal genau zu unterscheiden, dass es hier verschiedene Anwendungen gibt. Geheimhaltung ist wichtig, haben wir hier nicht, reden wir heute nicht drüber. Ist aber natürlich eine ganz wichtige, haben wir die letzten anderthalb Semester gemacht. So, was können wir denn noch machen? Eine Sache, die wir hier so ein bisschen implizit gemacht haben, ist Integrität. Was ist Integrität? Haben wir noch nicht drüber geredet. Da geht es darum, Nachrichten wurden während der Übertragung nicht verändert. Extrem wichtig beim E-Banking zum Beispiel. Ne? Beim E-Banking ist ja ganz wichtig, wenn Sie da eine Überweisung für 13 Euro machen, dass da nicht einer zwei Nullen dranhängt und da 1.300 Euro drüber macht. Das ist wahrscheinlich noch so in Ihrem Dispo-Bereich. Ne? Und die Nullen, da müssen Sie nur irgendwie 1, 2, 3 Bits kippen, um das zu machen. Ne? Das heißt, das ist ja ganz wichtig, dass die nicht verändert werden. Und da können wir uns jetzt mal angucken, wie verhalten sich denn digitale Signaturen bezüglich Nachrichtenintegrität. Nachrichtenintegrität wäre ja, dass hier an dem X rumgefummelt wurde. Ja? Das ist nicht die Originalbestellung, da wird irgendwas geändert. Ne? Wäre auch beim Auto so, da wird irgendwie ein Ausstattungsmerkmal dazugefügt. Viel teurer Motor, der macht das Auto auf einmal 5.000 Euro teurer. Ne? Das heißt, dass im X wurde ein X Ascensor Conflex, ne? X Dach werden, ja. Das heißt, das ist eine veränderte Sache. Jetzt ist die Frage, fällt das auf? Haben wir bisher überhaupt nicht drüber geredet, fällt das auf? Was glauben Sie, passiert hier, wenn Bob so ein geändertes X, wo ein paar Bits gekippt sind, in seinen Verifikationsalgorithmus macht? Kommt da 1 oder 0 raus? So Bauchgefühl. Was glauben Sie?
Ja. Genau, kommt natürlich eine 0 raus. Ne? Das ist natürlich in dem Sinne, das Y, genau, das ist ja hoffentlich so gut gebaut, dass das die Signatur genau für die Nachricht ist. Und wenn die Nachricht abweicht, was sie ja macht, ne, weil hier ein paar Bits gekippt sind, geht das wahrscheinlich schief. Wir haben da noch nicht drüber geredet, wie, aber das läuft natürlich darauf hinaus. Das heißt, die zweite, habe ich das Integrität genannt, ja. Ist en passant, obwohl wir das gar nicht explizit wollten, haben wir am Anfang gar nicht drüber geredet, ist hier auch gegeben. Das ist übrigens interessant und das ist ein Vorteil bei digitalen Signaturen. Das wäre dieses Äquivalent hier, ne, wenn Sie irgendwie eine, was weiß ich, Sie hätten jetzt eine 68% Durchschnittsnote, ne, das ist jetzt nicht so toll für einen Bachelor, ne, da muss ich Sie enttäuschen. Das wäre das Äquivalent, Sie würden die Unterschrift gar nicht fälschen, ne, aber Sie würden in dem PDF, Sie haben es eingescannt, ne, würden Sie aus dem 6 zum Beispiel eine 8 machen. Ne, und 88 ist, wären Sie schon gut, das ist eine 1. Ja? Sie haben eine Frage. Ja, aber dann haben wir ja wieder 4096 Bitzahlen, dass das eben nicht klappt. Klar, sowas kann man machen, aber das sind, unsere Gruppen sind ja immer so gigantisch, dass das nicht klappt. Das läuft dann auf so eine Brute-Force-Kiste hinaus. Genau. Was ich sagen will, hiergegen, wenn wir sagen wir, im Papierfall, wie würden wir das im Papierfall machen? Mit Tipp-Ex, kennen Sie noch? Tipp-Ex, genau. Mit Tipp-Ex geht das ja ganz gut und da hilft uns diese Unterschrift natürlich überhaupt nichts. Ne? Da ist ja der Rest der DIN A4-Seite, ist ja machtlos. Ne? Da kann die Angela Merkel unterschrieben haben, die kann ja nicht davor verhindern, dass sie hier mit Tipp-Ex rangehen. Ne? Das heißt, im analogen Fall, im Papierfall, ist diese Nachrichtenintegrität erstmal überhaupt nicht geschützt dadurch. Ne? Nur wieder durch legalen oder soziologischen Kontext. Hier ist das aber super, wenn wir hier Änderungen machen, haben wir das. Wie gesagt, wollten wir gar nicht machen, aber implizit haben wir das auch, ist ja gut, Nachrichtenintegrität. Und Nachrichtenintegrität ist eine extrem wichtige Sache. Da gibt es bei ganz, ganz vielen Anwendungen, ne, im Internet und so weiter, selbst mit E-Mails und so ist es wichtig, dass da keine Bits verändert wurden. Hammer. So, jetzt kommt die nächste. Der nächste Sicherheitsdienst ist kann ich das hier? Nee. Ist die Nachrichtenauthentizität. Nachrichtenauthentisierung. So, der dritte Dienst ist, damit hatten wir vor dreiviertel Stunde die Vorlesung angefangen, nämlich wie habe ich das genannt? Nachrichtenauthentisierung. Worum geht es bei der Nachrichtenauthentisierung? Und da jetzt, ich habe ja eben gesagt, ne, zurück zu YouTube einschlafen. Jetzt muss ich Sie leider noch mal aus dem Tiefschlaf aufwecken. Hören Sie die nächsten 4 Minuten zu, was ich über den Punkt sage und den Punkt 4. Der ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Das ist die Verbindung zu der Diskussion eben. Nachrichtenauthentisierung ist, der Sender der Nachricht ist authentisch und zwar aus Bob-Sicht. Das heißt, Bob muss wissen, die Nachricht kommt wirklich von Alice. Das hier machen wir mal weg. Und das ist die Frage mit digitalen Signaturen. Ist das gegeben, wenn Bob so eine Signatur von Alice kriegt? Und die, da kommt eins raus, weiß der, dass die von Alice kommt oder könnte die auch von Oscar kommen oder von Ihnen? Ich höre. Ja. Genau, aber wir nehmen ja an, dass das alles funktioniert hat. Genau. Und wenn Alice nur den privaten Schlüssel hat, kann nur Alice das haben. Ja, wir nehmen mal an, genau, wenn wir mit den Schlüsseln rumfiddeln, das machen wir in den letzten 2 Wochen, dann gibt es großen Ärger. Aber wir nehmen an, der private Schlüssel, den kennt wirklich nur Alice, das ist Alices privater Schlüssel und das ist wirklich der Car-Public von Alice auch. Aber es sind beides gute Bemerkungen, wenn die Schlüssel richtig verteilt sind, weiß Bob,
Das muss natürlich von Alice kommen. Soweit so gut. Das heißt, hier ist auch, Sie wollen so, ne, Checkmark mit bezüglich digitalen Signaturen. Geheimhaltung hatten wir nicht, aber Integrität hatten wir, Nachrichtenauthentisierung haben wir. So, und jetzt nochmal alle hergucken, die nächsten 2 Minuten. Jetzt gibt es nämlich den nächsten Sicherheitsdienst. Ach so. So, wenn wir uns das angucken, hier, wir hätten ja, wo hatte ich das eben gemacht? Wenn ich mir das nochmal angucke mit KAB und KAB, das war dieses alte Modell, wo ich hier KAB hatte, ja. Wie sieht das da aus mit Nachrichtenintegrität? Das heißt, wenn ich hier nur mit KAB berechne und hier wird verifiziert, ne, also 0,1, was passiert denn hier, wenn ich hier ein Bit kippe? Wird das erkannt oder nicht? Was glauben Sie? Ohne Details zu wissen, Bauchgefühl. Ich habe jetzt hier daneben so IS zum Beispiel. IS kann man dafür nehmen, kommen wir in 3 Wochen zu. Ich höre, was glauben Sie, wird das erkannt, kommt dann eine 0 oder eine 1 raus? Ja, kommt 0. IS, Bitkippen, Lawineneffekt ist der Teufel los. Das geht natürlich schief. Also wenn Sie jetzt hier XDAG haben, funktioniert das nicht richtig. Ja, da kommt was Falsches raus. Das heißt, mit KAB geht das auch. Ja, hat überhaupt nichts mit asymmetrischer Kryptographie zu tun. So, die nächste Sache. Wir haben wieder KAB, das heißt, wir haben symmetrische Schlüsselpaare hier. Wie sieht das mit Nachrichtenauthentisierung aus? Das heißt, wenn hier Bob ist, ne, ist ja Bob, angenommen, da kommt eine 1 raus, das funktioniert korrekt hier. Weiß er, dass das von Alice kommt oder könnte das auch von Oscar kommen? Was glauben Sie? Ja. Genau, Bob will sich ja selber nicht betrügen, genau, das ist eine gute Sache. Wenn das wirklich nur KAB ist, also Schlüsselverteilung muss korrekt geklappt haben, wird das wohl so sein. Ne? Wenn Bob eine Nachricht kriegt, die hier okay auskommt, ist das so. Und da gibt es ganz viele Situationen, da ist das so, ja. Genau, oder wir nennen das KABC zum Beispiel und dann käme das von Bob oder von Charlie oder von Christoph. Genau, richtig, ganz genau, mit mehr als 2 Schlüssel. Bei Banken gibt es seit 70er Jahren elektronisches Bankennetzwerk, die vertrauen sich. Da ist bloß die Frage, das kommt wirklich, dann weiß er zum Beispiel genau, das ist zwischen 2 Banken, Bank A, Bank B. Wenn das Verifikation okay ist, kommt das wirklich von Bank A. Okay, soweit, so gut. So, und jetzt deswegen habe ich Sie aufgeweckt, ne? Die beiden Sicherheitsdienste, die extrem kritisch sind, die laufen sowohl im symmetrischen Setup, also in den symmetrischen Schlüssel benutzen, als auch bei asymmetrischen. Und jetzt kommen wir eben auf diese vierte Sache, das war diese komische Autobestellung. Ja? Und das hat jetzt im Deutschen den wunderschönen Namen Nicht-Zurückweisbarkeit, ein Wort ohne Bindestrich. Nicht-Zurückweisbarkeit. Nicht-Zurückweisbarkeit. So, worum geht es dabei? Das ist hier Sicherheitsdienst Nummer 4 in unserer Nummerierung. Und auf so eine Sache kommt man erstmal nicht, wenn man nicht so eine E-Commerce-Anwendung im Hinterkopf hat. Ne? Im Deutschen ist eigentlich Nicht-Zurückweisbarkeit oder Beweisbarkeit oder Nicht-Abstreitbarkeit. Das ist eigentlich wieder das bessere Wort. Im Englischen heißt das Non-Repudiation. Der Sender einer Nachricht kann nicht abstreiten, dass die Nachricht von ihm stammt. Gegenüber, das fehlt hier noch, hätte ich mit reinschreiben sollen, gegenüber einem neutralen Dritten, eben dem Richter. Ne? Also ein Richter muss jetzt entscheiden, kommt das von Alice oder Bob? Es gibt eben einen Streitfall. Ne? Und das haben wir eben gehabt, das geht in dem Fall nicht. Alice kann das abstreiten, dieses Y, also ein XY-Pärchen, kann sie sagen, ja, kann von mir kommen, kann aber von Bob kommen. Insbesondere kann sie sagen, kommt nicht von mir, habe ich nichts mit zu tun und eine neutrale dritte Partei kann da nicht entscheiden. Um aus der Chose rauszukommen, müssen wir anhand von Schlüsseln zwischen Alice und Bob unterscheiden können. Und das können wir eben hier nicht. Ne? KAB, KAB, die können das Gleiche. Das Argument hatte ich schon mal vor einer Viertelstunde gebracht. Und deswegen müssen wir hier eben K-Private und K-Public einführen. Ne?
Wenn wir jetzt hier einen privaten Schlüssel haben, dann gibt es genau nur einen Menschen auf der Welt, die eine gültige Signatur erstellen kann, und das ist Alice. Und deswegen braucht man asymmetrische Kryptographie. Es gibt das Handbook of Applied Cryptography, das kann ich sehr empfehlen. Das gibt es auch als PDF, legal. Stammt aus den 90er Jahren, ist schon so ein bisschen angegraut, aber immer noch, meiner Meinung nach, vielleicht das beste Kryptobuch. Ist mehr so ist kein Lehrbuch, ist ein Nachschlagewerk. Und da steht irgendwo versteckt tief im Buch drin, dass genau dieses Argument, die Nicht-Zurückweisbarkeit, das ist vielleicht der wichtigste, der Hauptgrund, warum die Welt asymmetrische Kryptographie braucht. Auch zur Schlüsselverteilung, aber das ist wahrscheinlich die Hauptsache, genau. Wer hat schon mal so ein Internet, so eine Meldung am Webbrowser-Zertifikat nicht anerkannt gekriegt? Das hat hier mit diesen Sachen zu tun, ne? Gut. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz knapp so ein, hier passt das noch hin. Also Sie schreiben darunter weiter, ich habe hier noch eine halbe Tafel frei, eine Tafel frei noch. Grundprotokoll. Digitale Signatur. Und wir tauschen jetzt mal die Rollen, weil das im Rest des Buchs mache ich das immer umgekehrt, dass Bob sendet. Wir haben jetzt über Schlüsselpaare gesprochen und hier habe ich ja gesagt, auf einmal waren die da, Alice und Bob. Und jetzt in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass einer dieses Schlüsselpaar erzeugen muss und das muss immer der Mensch, der den privaten Schlüssel hat. Also hier in dem Fall wäre das, Bob hat ein K-Public und ein K-Private, also öffentlichen Schlüssel, geheimen Schlüssel. Bob macht seinen öffentlichen Schlüssel wirklich öffentlich, ne? Die stellt er auf seine Webseite oder versendet den aktiv, was auch immer. Wenn Bob jetzt ein Dokument, zum Beispiel jetzt eine Kaufbestellung machen will, berechnet er die Signatur über seine Nachricht X unter seinem privaten Schlüssel, also mit Hilfe seines privaten Schlüssels. Der private Schlüssel signiert immer. Das müssen Sie mitnehmen aus dieser Vorlesung. Der private Schlüssel signiert immer. Bob schickt dann über den Kanal Nachricht, Signatur. Und Alice verifiziert dann. Was sie hier rauskriegt, ist eben so eine True-False-1-0 gültig-nicht-gültig Aussage. Okay, das ist das Grundprotokoll. So, das war Kapitel 2. Sicherheitsdienste. Und wie gesagt, diese Sicherheitsdienste, die sind ganz wichtig. Sind das alle Sicherheitsdienste? Nö, das sind nur die wichtigsten. Es geht hier auf der nächsten Seite weiter in Ihrem Buch, in unserem Buch, ne? Ach so, apropos Buch. Wer noch kein Buch hat, das betrifft wahrscheinlich insbesondere einige der Masterleute, die jetzt im Sommersemester zugestoßen sind. Wir haben letzte Woche die neuen Springer-Bücherkisten bekommen. Wer sich noch ein Buch kaufen will für 20 Euro, kann wieder zu mir am Lehrstuhl kommen. Ne, in Ebene 2, 607 ist mein Büro, glaube ich. Und sich bei der Frau Kühn, unserer Teamassistentin, ein Buch abholen. Müssen Sie nicht, die gibt es ja auch in der Bibliothek. Aber wer noch eins kaufen will, die sind jetzt wieder da. Es gibt noch ganz viele andere. Es gibt sowas wie Identifikation. Vielleicht sage ich das noch. Identifikation ist die Sache, und die sehen oft, hört sich das so ähnlich an wie Nachrichtenauthentisierung zum Beispiel.
Aber da geht es zum Beispiel darum, wenn Sie am Geldautomaten sind, geht es überhaupt nicht um Nachrichten. Da wollen Sie erstmal überhaupt keine Nachricht senden. Da geht es nur darum, dass der Bankautomat weiß, Sie sind wirklich die richtige Person. Der muss Ihre Identität feststellen, egal ob Sie E-Banking machen oder nicht. Und das ist Identifikation. Da braucht man ganz andere Protokolle für Challenge Response. Und da gibt es ganz viele andere. Ne? Zugriff auf Ressourcen, eine große ist Verfügbarkeit. Ne? Dafür gucken, dass das Netzwerk nicht ausfällt. Ne? Und manche von denen kriegen Sie mit Kryptographie nicht in den Griff. Zum Beispiel Verfügbarkeit ist sowas wie Ausfallsicherheit. Ne? Wenn da einer mit der Kreissäge Ihren Internetzugang vorm Haus klein macht, dann können Sie da elliptische Kurven zip und zap machen. Ne? Da geht es eben um andere Probleme. Was auch ein großes Problem ist, so Anonymität oder Schutz der Privatsphäre, ne? Tor, Onion Routing und so, da ist die Kryptographie wieder zugange. Machen wir hier nicht in der Vorlesung, das ist hier nur Einführung Krypto, kommt aber noch im Rest des Studiums. Da gibt es ganz viele Sachen zu. Ne? Zu fast allen Punkten hier haben wir noch Spezialvorlesungen, oder die sehr wichtig sind in den Vorlesungen. Okay, aber die sind erstmal, ist auch wenn Sie ein Vorstellungsgespräch haben, das könnte sein, dass sowas kommt. Manchmal wird man ja so ein bisschen ausgequetscht von dem Fachingenieur. Ne? Erzählen Sie mal was über Sicherheitsdienste. Ne? Und dann sagen Sie, ja, die vier wichtigsten sind die, und dann erzählen Sie da was zu. So, was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir würden natürlich gerne uns digitale Signaturen basteln. Und jetzt hat man vielleicht so ein bisschen Angst, oh Gott, ne, sowas wie elliptische Kurven und jetzt kommt erstmal wieder eine Woche Mathematik mit ein paar, ne, und dann nochmal ein neuer Algorithmus. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und der digitalen Signatur ist super gut, weil es gibt verschiedene Methoden, digitale Signaturen zu basteln. Eine extrem beliebte ist RSA, und was da sehr schön ist, sie nehmen eigentlich das unveränderte normale RSA, was wir ja ursprünglich im Januar eingeführt haben, für was? Was haben wir damit gemacht? Was wollten wir damit machen? Was haben wir damit X gemacht? Was hat R mit X gemacht? Oder wo in welchen Sicherheitsdienst wollten wir damit erledigen bisher? Ja? Geheimhaltung, haben wir mit verschlüsselt. Ne? Haben wir anstatt AES, haben wir mit RSA verschlüsselt. Und dieses RSA-Verschlüsselungsverfahren können Sie mit einer winzigen Änderung, eigentlich nur, dass man benutzt das anders, kriegt man eine digitale Signatur raus. Das heißt, das Dritte, jetzt mal so eine digitale Signatur basteln, was basteln bedeutet, was ist eine Signaturalgorithmus und was ist ein Verifikationsalgorithmus, das ist billig und das machen wir jetzt, das ist einfach. Machen wir Kapitel 3. RSA, digitale Signatur. So, was jetzt machen, Sie lassen eigentlich den normalen RSA ablaufen. Ne? Das heißt, wir haben erstmal Phase 1, RSA Bindestrich Schlüsselerzeugung. Das habe ich aber der Vollständigkeit halber, steht das natürlich im Buch nochmal drin. Da hätte man jetzt auf Kapitel 7 verweisen können, das RSA-Kapitel, aber das haben wir natürlich nicht gemacht hier. Ne? Oder haben wir das doch gemacht? Steht im Buch, habe ich gerade falsch gemacht, steht da nicht doch noch mal drin. Okay. Das heißt, Sie machen die RSA-Schlüsselerzeugung, ne? Das heißt, siehe Kapitel oder Abschnitt, ich gucke mal gerade, wo das im Buch steht. Ne, war das, glaube ich. Siehe Kapitel 7.3, ne? Das war mit der Phi-Funktion und P und Q wählen, ja? Das zeige ich Ihnen jetzt doch nochmal, sorry.
Das ist der Carsten hier, ne? Den kennen Sie doch von der ersten Klausur, ne? Einführung Krypto 1, ne? Im Februar die Klausur, auf die Sie sich damals vorbereitet hatten. Das ist RSA-Schlüsselerzeugung, ja? Brauchen wir jetzt auch im Detail überhaupt nicht mehr zu wissen, wenn Sie anfangen, wenn Sie gleich, ne, die Einzelgruppenübung haben, ne? Wird das wieder in Erinnerung kommen. Was jetzt aber wichtig für uns ist, was kommt da raus aus der Schlüsselerzeugung? Öffentlicher und privater Schlüssel kommen da raus, ne? Cup-Private. Cup-Private und Cup-Public. Cup-Private ist insbesondere dieser Parameter D und Cup-Public ist E, N. Ja? Das war Phase 1 und jetzt kommt Phase 2. Phase 2 macht das folgende. Das ist RSA-Signatur. Da braucht man, müssen wir aber gleich noch mehr drüber reden. Da gehe ich wieder, sorry, dass ich hier springe, da gehe ich jetzt auf die Tafel hier. Und das ist jetzt eine Sache, wo Sie vielleicht mal gleich, ich wecke Sie gleich mal für 90 Sekunden auf. Ja, da müssen Sie einmal aufpassen. Und wo wir das hier haben, das ist ja praktisch, gucken wir uns nochmal an, wie so ein RSA-Protokoll aussah. Eine Sekunde. Gucken, ob wir das... Nee. Aber wir hatten hier ein Beispiel gemacht. Ne? Können wir uns anhand von einem Beispiel angucken. Das war dieses Beispiel mit Babyzahlen, ne, was wir gemacht haben. Und zwar, was hier passiert ist, Alice hat ja verschlüsselt unter E. Ja? Das, was ich da unter, hell unterlegt habe, das ist ja die Verschlüsselung, x hoch E. Das ist Verschlüsselung, ja. Wir machen das jetzt eben ein bisschen anders. Bob hat hier Cup Private ist gleich D. Cup Public ist N, E. Und er schickt natürlich genau den öffentlichen Schlüssel auch rüber hier, N, E. So, jetzt ist hier die Signieren. Da müssen Sie jetzt einmal aufpassen, das sind jetzt die 90 Sekunden. Ne? Wir haben signiert, also und worauf operiert, was macht die Signatur? Signatur operiert auf x, ne? Also die Eingabe, die unabhängige Variable ist x, mit der wir irgendwas machen müssen. Das entspricht ja hier oben links dem Verschlüssel, alle dabei? Das entspricht dem Verschlüsseln hier oben, ne? Da wurde x ja mit e verschlüsselt, ne? Und jetzt ist die Frage, warum kann Bob jetzt hier nicht abschreiben? Dann müssen Sie Tipp-Ex nehmen. Nicht, warum ist eine doofe Idee, hier E zu nehmen? Warum kann, ja? Kann jeder machen, ist ja der öffentliche Schlüssel. So, was machen wir sonst? Was nehmen wir dafür? Nehmen wir mal D, ne? Oder? Okay, probieren wir mal D, ne? D mod N. Das heißt hier ganz wichtig, ne? Das ist K... Private, ja. Das ist der Hauptunterschied hier auf die Nachricht wird der private Schlüssel losgelassen. Das heißt, wir machen eine Exponentiation mit dem privaten Schlüssel, während bei dem RSA-Verschlüsselung, ne, was wir im Januar gemacht haben, da wurde x mit dem potenziert mit dem öffentlichen Schlüssel. Okay.
Also, sorry, das nennen wir auch nicht, ich ändere jetzt hier die Notation, ich nenne das S, sorry. Und das ist hier, um es nochmal ganz klar zu machen, das ist die Signaturberechnung mit dem privaten Schlüssel über X. So, was macht Bob dann? Bob sendet rüber. Auch so eine kleine Warnung, da ist man manchmal so ein bisschen, ne, wenn man die Übungsaufgaben hat oder später in der beruflichen Praxis, ist man so versucht, ah, ich habe die Signatur, jetzt schicke ich die Signatur rüber. Können Sie auch machen, die macht aber überhaupt keinen Sinn ohne die Nachricht. Sie müssen immer beides verschicken. Ja? Das wäre das Äquivalent hier bei Ihrem Bachelorzeugnis. Wenn Sie da Ihr DIN A4-Blatt hier, die letzten 4 cm mit einer Schere abschneiden und nur diese Signatur versenden, würde auch keiner machen. Sie brauchen immer das ganze Dokument hier genauso. Sie brauchen das Dokument und die Signatur. So, jetzt Alice muss verifizieren. Also ohne Verifikation braucht man die Signatur nicht zu machen. Also Alice muss jetzt eine Verifikation durchführen. Ne? Wie haben wir da signieren genannt? Dann nennen wir das hier mal verifizieren. Wie machen wir das? Das ist die Operation Verifikation mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels, mit Hilfe kpublic von der Nachricht und der Signatur. Wie geht das? Gucken wir uns nochmal an, wie haben wir das denn im Januar gemacht, als wir RSA gemacht haben, ne, oder im März, als sie sich für die Klausur vorbereitet haben. Da haben wir doch dieses Y genommen, also dieses Verschlüsselte, das ist das S hier. Ne? Y ist gleich S. Ne? Was haben wir damit gemacht? Wir haben das, und wie war das Y entstanden? Y war ja X hoch E, das haben wir nochmal potenziert, da haben wir nochmal D draufgesetzt. Und das Gleiche probieren wir jetzt hier auch zu machen. Wir nehmen jetzt hier S hoch E, und nennen, was daraus kommt, nennen wir mal x Strich. Ja? Und jetzt die eigentliche Verifikationsfunktion. Und das hier, das meinte ich ganz am Anfang mal, da hat den Kommilitone sehr gut geantwortet, habe ich gesagt, was ist der Ausgang, hier glaube ich, hätte ich die Frage gestellt vor einer Stunde, was ist der Ausgang von so einem Verifikationsprozess? Und wir wirbeln hier mit 2048 Bitzahlen mindestens rum. Riesige Modulararithmetik, Zip und Zap. Aber nachher, die Verifikation ist nur 0 oder 1. Ne, ist gültig oder nicht gültig. Das heißt, die eigentliche Verifikation ist dann zu überprüfen, ob dieses X', was Alice sich gerade selber berechnet hat, ob das gleich, ja, äquivalent, sage ich mal, gleich X ist. Da mache ich hier so ein Fragezeichen drüber. Mod n, ne? Und dann ist hier falls gleich oder falls äquivalent. Doppelpunkt gültige Signatur. Ansonsten ungültige Signatur. Jetzt müssen wir uns hier angucken, wollen wir uns ein bisschen überhalten, warum ist das überhaupt so? Und das heißt der Korrektheitsbeweis, ne, heißt das. Das heißt, das hat nichts mit Angriffsresistenz zu tun. Das hört sich so ähnlich an. Das heißt nicht, wie stark das ist gegen Angriffe, sondern überhaupt, wenn das so durchgeführt wird, wie das hier auf der Tafel ist, dass diese Funktion überhaupt da ist. Das heißt, wir müssen uns immer angucken, stimmt diese Aussage überhaupt mit diesem x', ne? Alice berechnet, gucken wir uns mal an, was die genau macht.
Alice macht ja im Wesentlichen macht die diese Operation, die macht diese Exponentiation, die macht s hoch e. Und jetzt die Frage, was ist s denn überhaupt? S ist ja was Bob, s ist die Signatur, die Bob berechnet hatte, als x hoch d, alle dabei, Potenzgesetze, 9. Klasse. Ne? Potenzen werden potenziert, indem die Exponenten multipliziert werden. Das heißt, hier kommt dann raus x hoch de und das kann man auch nochmal umstellen. Das ist dann x hoch ed. Und warum habe ich das so komisch um? Das ist trivial. Ne? X hoch de ist gleich x hoch e hoch d. Ne? Und warum habe ich das so gemacht? Ja? Genau, das ist das normale RSA-Verschlüsselung. Da hatte ich ja die Reihenfolge. Sie gucken genau richtig zur Tafel. Im normalen RSA habe ich doch zuerst x hoch d genommen, alle dabei. Das war y. Und dann nochmal hoch d genommen. Das ist, was ich beim normalen in Gänsefüßen bei der RSA-Verschlüsselung mache. Und das hält, warum ist das, ne? Ausrufezeichen, mod n, und warum ist das so? Das war der Beweis, ja. Genau, da geht dann Zahlentheorie ein, ganz genau, weil e und d, ne, gilt hier, Vergleiche, RSA-Beweis, ja. Die Kommilitonin hat gesagt, ein ganz wesentlicher Faktor ist, ne, der Fakt, dass E mal D ist äquivalent 1 mod, weiß das noch einer? Was muss ich hier hinschreiben? Was ist der Modulus hier? Steht oben, verdammt. Phi von N, genau, ja. Und der Beweis, den haben wir hier, glaube ich, gar nicht gemacht. Den haben wir nicht gemacht. Der kommt, wen es interessiert, und eigentlich ist der wichtig zu wissen, ne? Der kommt hier. Hier ist sehen das Beweis, in der Übung hatten wir den gemacht, ja, okay. So, das heißt, das ist RSA. Und was jetzt noch fehlt, ist das letzte Kapitelchen. Vielleicht erstmal hier noch eine Bemerkung am Ende. Ne? Neben RSA gibt es auch digitale Signaturen. Basierend auf D-Log. D-Log ist das schicke Abkürzung für diskreter Logarithmus, D-Log und elliptischen Kurven. Schemata. Und da ist das Buch übrigens, das ist eine Stelle, wo das relativ vollständig ist, da werden sowohl die D-Log, das ist die Elgamal-digitale Signatur, die machen, das machen wir nächste Woche auch, diskrete Logarithmus mit Elgamal-Signatur und elliptische Kurven, die stehen alle in dem Buch drin, das ist relativ umfangreich, okay, die Kapitel. Wir machen nur noch ein weiteres, aber nur noch mal so eine Erinnerung, es gibt ja drei Familien asymmetrischer Verfahren, RSA, diskreter Logarithmus, elliptische Kurven. Mit allen dreien können Sie digitale Signaturen basteln. Was wir jetzt machen, das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss, der zeigt mal wieder, wie trickreich die Kryptographie ist. Und zwar ist das Angriffe. Da muss ich mal gucken, wie das auf Deutsch heißt. Existenzielle Fälschung ist Kapitel 4. Existenzielle
Fälschung. Okay. Das ist Angriff, Komma, der gegen, und jetzt in Klammern, Schulbuch RSA möglich ist. Schulbuch RSA ist dieses Standard unverschnörkelte Grund RSA, wie wir es gemacht haben. Hat es schon mal eine Übungsaufgabe gegeben zu Padding? RSA Padding, wurde das schon mal gemacht bei Ihnen? Es ist eine wichtige Sache, was wir ja öfters machen, ist, dass wir hier die Grundalgorithmen einführen, die Grundmechanismen, wie die Mathematik funktioniert, dass Sie so verstehen, wie das funktioniert. In der Praxis sind die Sachen komplizierter, ne? Und hier RSA-Padding ist, glaube ich, diese Hauptsache. Das Grund-RSA, wie wir es hier gezeigt haben, aber auch RSA-Verschlüsselung hat Schwachstellen. Und das ist jetzt, glaube ich, die dramatischste Sache, wo man sieht, warum dieses normale RSA ganz nackt nicht funktioniert. Da muss man irgendwie noch so Nullmuster und sowas einfügen. Und das werden Sie jetzt verstehen. Und zwar gucken wir, und jetzt Angriff ist Angriff mit Oscar, ne? Das heißt, wir haben jetzt Alice, nutzen Sie die ganzen 20 cm des DIN A4s aus, ne? Weil wir in die Mitte Oscar machen, also nutzen Sie die ganze Breite des Blattes. So, wir haben Alice, Bob und Oscar. So, Bob hat wie zuvor, hat Bob generiert K public, N, E, und Bob hat dann auch seinen privaten Schlüssel, der ist D. Er schickt N, E natürlich rüber, das heißt, Oscar kriegt den mit, aber der Oscar macht nichts damit, ne? Guckt sich das einfach an. So, und was Angriff bei digitalen Signaturen bedeutet, dass Oscar eine Nachricht schickt, die scheinbar von Bob kommt und Alice verifiziert und die ist okay. Ne? Also Alice führt nachher eine Verifikation durch. Alice führt diese Verifikation durch, die ist korrekt, da kommt nachher gültig raus, aber die kommt gar nicht von Bob, sondern die kommt von Oscar. Da hätten wir ja ein Problem. Ne? Dann könnte Oscar ja vielleicht Autos in Alices, in Bobs Namen bestellen. Ja. Nee, ich weiß, was Sie meinen. Nee, dass der Man, also Man in the Middle kann sie immer sagen, weil Oscar in der Mitte denkt. Sie werden jetzt gleich sehen, ist in zwei Minuten, weil Man in the Middle spricht immer davon, wenn Bob was sendet und Oscar verändert etwas. Das passiert hier aber gar nicht. Oscar erzeugt jetzt wirklich eine eigene Nachricht. Okay, so eine gute Bemerkung, aber ja. So, jetzt Oscar fängt an und macht in den Angriff in zwei Schritten, das ist jetzt dieses Angriff. Ne? Erstens wähle S-Element ZN, das heißt, er wählt jetzt eine Signatur S zufällig aus oder kann er auch was Spezielles machen. Und zweitens ist berechne was berechnet er? Er berechnet x ist äquivalent zu s hoch e modulo n. Warum? Weil der sich mein Vorlesungsvideo angeguckt hat. Der weiß, wie RSA aufgebaut ist. Ich mache Witze. Ne? Der kennt das hier. Ne? Das steht auf Wikipedia. Ja? So, und was er jetzt macht, und was benutzt er dafür? Dafür benutzt der Bobs öffentlichen Schlüssel, das ist der Witz. Ne? Was er jetzt macht, er schickt eine Nachricht rüber und sagt, bestehend aus x, s, passiert hier ja auch beim regulären, also dem Nicht-Angreifsfall, ne, dem Normalfall. Und hier steht natürlich nicht drin, hallo, ich komme von Oscar, sondern hier in der Nachricht steht im Header drin, hallo, ich komme von Bob. Ja?
Und was macht Bob, was macht Alice jetzt? Bob, Alice will verifizieren, ne? Die will gucken, ob das wirklich von Bob kommt. Das heißt, sie führt die Verifikationsschritte aus, das heißt, sie berechnet S hoch E, jetzt nehmen wir mal X Strich modulo N, und jetzt muss sie überprüfen, ob das gestrichene X, Fragezeichen, gleich dem X ist, das sie über den Kanal gekriegt hat. Ne? So, was glauben wir denn? Das ist jetzt, sind die beiden gleich? Es ist eine wichtige Sache hier. Wenn Sie das probieren, selber mal zu lösen, lernen Sie viel über das Leben. Ist X' und X, sind die identisch oder nicht? Also ist das eine gültige Signatur oder nicht? Ja? Genau. Weil die 100% richtig. Wie wurde X' berechnet? S hoch E modulo N. Das war das hier. Wie wurde X berechnet? Auch S hoch E modulo N. Natürlich sind die gleich. Ne? Das heißt, ja, roter Stabilo, ne? Schwan Stabilo rausholen. Gültige Signatur. Haben wir ein Problem, ne? Erfolgreicher Angriff. So, und da müssen wir jetzt noch 3 Minuten drüber reden. Und das ist real. Das ist jetzt nicht irgendwie ein komischer Trick vom Paar oder so. Ne? Der Angriff, der funktioniert so. Ne? Aber jetzt eine ganz wichtige Aussage. Warum ist der nicht ganz so dramatisch, wie man denkt aus Oscars Sicht? Was limitiert Oscar hier? Bei welchen unschönen Nachteil hat dieser Angriff für Oscar hier? Weiß einer, was da komisch ist? Ja, guck mal, ob sich noch wer meldet. Ja, Sie, genau. Genau, da kommt nichts Gescheites raus. Und zwar, was wird denn hier signiert? X, ne? Genau. Und wo kommt X her? Aus dieser Konstruktion hier, ja? Das heißt, X wäre doch die Nachricht. Ne? Das wäre doch, was wäre eine gute Nachricht, von, die Oscar gerne erzeugen würde? Zum Beispiel, überweise 1000 Euro auf Oscars Konto. Ja? Alle dabei, das wäre doch ein gutes Angriffsszenario. Kriegt ihr das hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil da kommt irgendwas Zufälliges raus. Ne? Zufällige 2048-Bitzahl. Das ist wahrscheinlich nicht gerade, was die Postbank Köln erwartet hier, ja, für so eine gültige Überweisung. Ne? Und warum ist das so? Normalerweise geht man doch so vor, warum war das hier? Steht jetzt hier nicht, aber ist doch hier, ne? Wähle X, erzeuge X, ne? Die Nachricht muss irgendwo herkommen. Gegeben Nachricht wird die Signatur berechnet und hier machen wir es umgekehrt. Wir wählen eine Signatur, also auch die Semantik der Signatur, obwohl die gar keine Semantik ist, Bedeutung, die hat ja keine Bedeutung hier. Ne? Die können Sie frei wählen, dann kriegen Sie aber leider eine zufällige Nachricht. Ja? Das heißt, was Oscar hier machen kann, Nachteil, nur pseudo-zufällige Nachrichten können signiert werden. Nichtsdestotrotz ist das Mist, das ist eine nicht schöne Situation, also wenn sich automatisch, es läuft ja alles in Software ab, ne? Wenn Sie sich da so einen Webbrowser, einen Server vorstellen von einem großen E-Commerce-Haus, das würde ja ständig, das könnte man ja bombardieren mit diesen Sachen und erstmal würde ja meine Software, die erkennt ja normalerweise die Semantik auch nicht unbedingt, die wird ja erstmal eine gültige Signatur erkennen und dieses X weiterleiten, ne, damit irgendwas machen wollen. Das heißt, wie kommt man aus der Chose raus? Ne? Lösung in der Praxis sind sogenannte Padding
regeln. Padding bedeutet zu anhängen, flicken. Und was die bedeuten, was läuft darauf hinaus, oder alle Nachrichten X müssen ein gewisses Format aufweisen. Das ist in der Praxis kompliziert. Ich zeige Ihnen immer mal die Grundidee, weil die nicht kompliziert ist. Also hier ist ja der Witz oben, ne? Da kommt ein zufälliges X raus, was Oscar auch nicht gescheit kontrollieren kann. Wenn er das kontrollieren können wollte, dann müsste der RSA brechen können. Was wir zum Beispiel machen können, ist, das hier, sagen wir mal, ist X', ne? Das ist die Nachricht, die eigentliche Nachricht. Das ist Ihre E-Mail, die Sie signieren wollen, okay? Was Sie jetzt machen, aber das große X, wo sind wir hier? Um dieses X zu konstruieren, was wirklich in das RSA reingeworfen wird, mit dem RSA-Algorithmus verwurstet wird, das wird dann nochmal gepaddet, hier, ne, das ist jetzt Padding. Das Padding und das ist die Nutznachricht, ne, oder Payload im Englischen. Und eine Möglichkeit wäre hier 128 Nullen anzuhängen. Da wäre die Padding-Regel einfach und das zusammen hier, sorry, das zusammen ist das X, was nachher in RSA reingeht. Warum ist das eine gute Idee? Und wenn Sie jetzt Oscar sind, wenn Sie Bob sind und Sie wollen signieren, machen Sie es immer so. Sie nehmen Ihre Nutznachricht, Ihre E-Mail, Ihr PDF, Ihr Hash, kommen in 2 Wochen zu, und hängen immer 128 Bits dran und das wird signiert. Jetzt auf Empfängerseitig machen Sie das Folgende. Wo sind wir denn hier? Die Verifikation besteht dann eigentlich aus 2 Schritten. Erstmal machen Sie dieses RSA-Verifikation, Sie machen den Vergleich hier. Was Sie aber auch machen, Sie gucken sich an, ob dieses X' hier dieses Format hat. Das heißt, ob das X', was Sie berechnen, ob das wirklich 128 Nullen am Ende hat. Und wenn Bob das konstruiert hat, eine gültige Nachricht, ist das überhaupt kein Problem. Der hält sich natürlich an die Regeln. Das ist Teil dann von so RSA-Standards. Jetzt ist aber die spannende Frage, was passiert bei der existenziellen Fälschung? Oscar macht ja diese Operation, der hat X nicht im Griff. Für ihn kommt da was Pseudo-Zufälliges raus. Und das ist jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass Oscar so ein X, zufälliges X erzeugt, dass dieses Format hat, wo die ersten 128 Bit 0 und 1 sind. Was schätzen Sie? Ja, 128 Bits. Da muss der ja im Durchschnitt, wenn er es wirklich nicht im Griff hat, 2 hoch 128 Mal probieren, ne, um diese 0-1-Folge rauszukriegen. Super Vorlesung, vielen Dank.